Okay, jetzt kommt bester Trick und dann nochmal bester Trick. Aber wahrscheinlich an zwei verschiedenen Spots. Trick auf der Brücke, nicht darunter. Da unten stinkt's. Übel nach gestern. Da unten stinkt's. Ey, weißt du was? Okay, die Uhr läuft. Los! Als Team waren sie in der letzten Runde nicht zu schlagen. Bei denen ist nur Zufall, weil wir... Ach komm. Güte, haben die sich verknotet? Ja, Mann. Werden eigentlich. Ah, Manuals werden gezählt. Dann gucke ich mal, ob ich aus dem Grind vielleicht ein Manual machen kann. Ah, scheiße. Laserflip. Laser. Okay, da wird er jetzt kein... Ja, das haben wir auch gewonnen. War aber auch ein dummer Spot, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hammer. Runde 3 bietet euch eine lange Gerade und jede Menge Gelegenheit, Punkte zu sammeln und eine schöne Line zu fahren. Ist ein langer Weg. Das sieht ganz nett aus. Ich hab's jetzt mal wieder weggedrückt. Wie ich nicht abwarten kann. Mach die Glotzen auf, du Arschkrempel. Oh, doch 10 Punkte, so viel. Ist ja der Wahnsinn. Hier wäre ein Jam ganz cool gewesen. Und oh, Dennis hat ja richtig einen rausgehauen, nur. Okay, weil die letzte war auch schön. Richtig schön hoch, schnell gedreht. Was ist ein Stiffy? Ich glaube, das war ein Stiffy, ne? Aber Dennis hat's rausgerissen. Und mit denen hätten wir das vielleicht nicht geschafft. Was mir gerade auffällt, ich habe Christoph Thrones genannt. Ich habe Dennis Zuckzüge genannt. Ich heiße hier, glaube ich, extra Julle. Shen habe ich einfach Shen genannt. Anstatt Tainer Lanier. Es tut mir leid, Shen. So, da sehe ich schon wieder was Neues. Sternchen. Ich glaube, wir gehen zuerst zum Sternchen. Das sieht ein bisschen näher aus. Glaube ich jedenfalls mal. Ich kann mich auch täuschen. Ja doch, Sternchen wird jetzt heller. Die Frage, wo der ist. Gehen wir davon aus, dass der hier oben irgendwo ist. Oh, gar nicht gesehen, dass da Treppen waren. Ja. Oh, einen neuen Spot. Dann machen wir den zuerst. Boah, das ist so fett hier. Sehen wir uns ein bisschen um. Ah, so. Arbor Ledge.
Mhm. Oh. Das ist auf jeden Fall, also ein schöner Spot, würde ich sagen. Ach. Ich möchte gerne drauf grinden oder sliden. Aber das ist noch nicht das, was ich wollte. Ich möchte gerne killen. So. Nochmal bitte. 1200. Boah, ja. Wenn ich hier schön gelandet hätte, dann hätte es sogar geklappt. Ich weiß nicht so genau, ob man da noch von oben auf die untere Ledge springen kann. Probieren wir einfach mal aus, ne? Aber man muss schon darüber. Okay. Huch! Wollte ich gar nicht. Ach komm, der ist doch voll gut gewesen. Mein Daumen will heute nicht. Ich krieg hier keinen. Nein! Ich krieg hier keinen vernünftigen Trick auf die Ledge drauf. Ach komm, der war doch voll gut. War mindestens 1500 Punkte. Hätte ich hier nicht gedreht, wäre ich oben geblieben. Ey, dass er dafür nur so eine Kacke kriegt, ne? An Punkten. Das ist doch der Wahnsinn. Ein 4,70 Meter Gap. Dankeschön. Den will ich jetzt aber noch mal sehen. Der war zwar nicht so schön, aber... Aber der in den Slide rein, das war schon mal scheiße. So. Okay. Da oben ist er. Dann machen wir den jetzt. Hallöchen, wer bist du denn? Dennis Busnitz. Das ist, glaube ich, ein Deutscher. Gewinne das Rennen. Okay. Was geht? Hey, hast du Redder verloren, dieses haarige Monster? Gut so. Ich wollte gerade diesen Hügel runter. Rennen gefällig? Ich würde mal gerne wissen, ob das seine echte Synchronstimme war. Ah, da gibt es noch eine Killzeit. So ein 1 gegen 1 Rennen ist natürlich auch schon was Feines, ne? Muss ich echt sagen.
wollte gerade sagen, wir müssen. Wir müssen aufpassen. Dass wir nicht immer irgendwie Quadrat drücken, wenn wir zu lange in der Luft sind, weil dann streckt unser Mädel hier das Beinchen weg. Oder, ja, dass wir uns halt drehen, wenn wir sehr schnell sind und mal gerade ein bisschen Luft kriegen unterm Board. Ja, jetzt momentan sieht es ja ganz nett aus. Schöne Gap. Wow. Hier ist schon das Ende. Oh, schade. Das war cool. Gerne öfters sowas. Du hast es geschafft. Gratuliere. Das war krass. Wenn du neue Schuhe brauchst, kann ich mit Adidas bestimmt was arrangieren. Ich kann dir welche besorgen. So. Dann sehe ich da oben noch was. Dann gehen wir mal dahin. So die Frage, wie wir dorthin kommen. Da sehe ich aber was hier. Ein kleiner Durchgang. Dann gehen wir mal nach rechts. Das ist doch hier die Ecke, wo auch der komische Park war, oder nicht? Nee. Kommen dem komischen Dingsbums aber sehr nahe mit dem Reißbrettstiftchen. Da geht's nicht lang. Da. Da machen wir erstmal das Reißbrettstiftchen. Hey, was geht? Rippin' Towers. Mann, ich hab keine Ahnung, woher diese Architekten ihre Ideen haben, aber ich sag's dir, sie zaubern dir ein Grinsen ins Gesicht. Sogar Ray Barbie, aber das will nichts heißen. Der Typ ist der bestgelaunte Skater, den es gibt. Oh oh. Irgendwas war da. Erreiche den Zielscore. Gibt nichts zu killen, okay. Hiermit sind wir, glaube ich, jetzt ein bisschen beschäftigt. Wow. Ein bisschen erschrocken habe ich mich ja schon, ne? 10.000 Punkte. Aber anscheinend können wir auch... Genau, mit Multiplikator. Wir erstmal hier mal zurechtfinden, ne? Ach, scheiße. Wir haben noch eine Minute Zeit und wir brauchen noch 5000 Punkte. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Das ist halt, würde ich sagen, nicht so ein geiler Spot. Was? Oh, Dreier-Multiplikator. Müssen wir jetzt irgendwas mit anfangen? Ah, weg ist er. Hör mal nochmal von hier oben. Boah, nice! Sehen wir den letzten nochmal? Bam! Schön.
Okay, Nummer 1 wäre erledigt. Streetside-Ledge-Punkte. Grinde diese Nebenstraßen-Ledge in den Rippin Towers nach unten, um Punkte zu sammeln.